Und jetzt auf geht's nach Laos. In den meisten Straßen fahre ich auf Umwegen entlang der burmesischen Grenze, vorbei am Goldenen Dreieck und weiter durch die Provinz Nan. Nach 6 Wochen durch Thailand erreiche ich bei Huai Kon schließlich den Grenzübergang. Es ist wahrlich nicht viel los an dem kleinen Grenzposten und die Beamten gehen es gewohnt ruhig an. Ich fülle meinen Visa-Antrag aus und nach einer nur oberflächlichen Kontrolle darf ich passieren. Danke für die schnelle Abwicklung und willkommen in Laos. So, schnell weg hier, bevor noch irgendeiner auf dumme Ideen kommt. Okay, thank you. Vorhang auf für die schönste Stadt Südostasiens, Luang Prabang, die Perle am Mekong. Wie eine ruhende Oase versetzt einen die kleine Stadt in eine Zeit, in der es keinen Stress und keine Hektik zu geben scheint. Noch vor 20 Jahren tauchte Luang Prabang in keinem Reisekatalog auf. Erst nach der Öffnung des sozialistischen Landes in den 90er Jahren kamen zuerst die Backpacker, denen wie so oft betuchtere Pauschaltouristen folgten. Heute ist die zweitgrößte Stadt des Landes ein favorisiertes Etappenziel auf so manch einer Reise durch Südostasien.